Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir sind hier auf der Suche nach einer gewissen Dame. Die müsste jetzt hier draußen sein. So laut den Dingen, oder? Nee. Die ist drinne. Bruma Mages Guild. Müssen wir da rein? Ich habe die Bruma Magier Guild erreicht. Anscheinend ist sie angegriffen worden. Ich sollte nach Überlebenden suchen. Okay, Umbra ist geil, das Verhalten. Vorsicht! Bleib da weg! Kleiner Seelenstein dann nehmen wir. Kleiner Seelenstein. Volanaro? Da gibt es keinen Weg darüber, okay. Das heißt, ich muss durch den Keller darüber. Aus dem Weg. Ich bin zu schwer belastet gerade. Ich komme hier nicht, kann mich nicht bewegen. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ich sehe da schon jemanden verbrannt. Hier ist jetzt aber niemand tot. Okay. Warte mal, ich mache das mal anders. Jetzt für den Fall. So, vielleicht auch noch mal kurz Umbra reparieren. Und alles andere auch noch mal. Oh. Er hat es wieder mal nicht überstanden. So, zu schwer belastet, natürlich. So, okay, abwarten, bis ich mich bewegen kann. Komm, ich will mich bewegen. Ich will. Lass mich. So, und jetzt. Kommt heraus, wo auch immer ihr seid. Was haben wir denn hier? Ein Besucher. Ich fürchte, ihr habt das Fest verpasst. Der Ehrengast ist bereits gegangen. Ihr jedoch werdet uns nicht verlassen. Dafür werde ich jetzt sorgen. Was? Sind sie verschwunden? Ich hatte zu viel Angst. Ich konnte mich einfach nicht bewegen. Ich konnte die Schreie hören, war aber einfach wie gelähmt. Er hat sie alle getötet. Er hat sie einfach abgeschlachtet. Ich habe sein Gesicht gesehen. Ich habe den Wurmkönig gesehen. Der Wurmkönig, Manimako? Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich glaube, ich bin nur deshalb noch am Leben, weil ich unsichtbar war. Und trotzdem glaube ich, dass er mich gesehen hat. Er hat sie einen nach dem anderen getötet. Volanaro war der Letzte, glaube ich. Er versuchte wegzurennen, hat es dann aber doch nicht geschafft. Der Wurmkönig stand über ihm, bevor er starb, und er... Es sah so aus, als würde er Volanaro die Seele aussaugen. Er sagte etwas,
von einer Echo-Höhle und der Vernichtung der Magiergilde. Danach hat er mir direkt in die Augen gesehen und gelächelt. Ihr müsst etwas tun. Ihr müsst Erzmagier Traven davon berichten. Sonst noch was über den Wurmkönig? Er kommt vielleicht zurück, wenn er weiß, dass ich noch immer hier bin. Ich bleibe nicht länger hier. Ich werde in die Kaiserstadt gehen. Hannibal Traven kann mich beschützen. Sonst noch irgendwas? Nicht nur hat die Magiergilde die Praxis der Totenbeschwörung in ihren Reihen verboten, sondern sie weigert sich auch, mit Leuten zu tun zu haben, die sie offen praktizieren. Okay. Hier ist es nicht sicher. Verschwindet, bevor er wiederkommt. So, Jelfa Zorik, da haben wir sie. Alle tot. Selbst mein Ruin von Kemelze und Pergament. Selbst mein Verehrer hat es nicht überstanden. Der Arme hat es nicht überlebt. Niemand hat es überlebt hier. Da liegt jemand und brennt da auf dem Bett. Olanaro, der... Er wurde komplett ausgesaugt. Boah, das ist übel. Selena. Die Zwergenkurzschwert. Erst einmal hier vielleicht einen Händler suchen. Wie lautet eure Geschichte? Hier. Hammer und Axt. Mist, die haben zu. So, wo war hier mein Bett nochmal? Unten, ne? Stunden. Das ist schon morgen das, okay. Also Montag. Dann können wir jetzt eigentlich die anderen Sachen alle verkaufen, die wir jetzt nicht mehr brauchen, ne? Was? Lass uns handeln. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Das hier? Das hier brauchen wir dann auch nicht mehr. Das ist ein gutes Angebot. So. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das ist... So. 15.000. Dann brauchen wir von ihm wieder Schmiedehämmer. Da haben wir 15. Empfehlt mich euren Freunden. Auf. So, 238. Aber wir brauchen ja jetzt, Klingel Slides haben wir ja noch, aber Questgegenstände. Wiedersehen. Wiedersehen. Eine Münze für einen Ab. Irgendwie heftig, dass jetzt die zweite Gildenquest, in der einfach mal irgendwie kurz vorm Finale richtig viele NPCs mit Namen einfach sterben. Hier in Dingens, bei der Kämpfergilde,
ist ja hier bei Lea Wien. Das eine Dorf hier. Hier Stade. Alle abgeschlachtet worden. Jetzt hier die komplette Magiergilde in Bruma. Wie wird das dann bei der Diebesgilde oder Assassinengilde sein? Wird hier auch dann irgendwie ganze Ortschaft oder sowas abgeschlachtet? Ich hoffe, da waren jetzt niemand mit bei, der noch für die Hauptquest oder so relevant war. Müssen wir wieder hin. Warte mal. Na, okay, wir müssen diesen Weg nehmen. Die Oblivion-Tore werden wir auch noch bald einen nach dem anderen abklappern. So. Zwergen, okay. Auch nicht mehr am Leben. Ha! Ah! Bäh! Ich finde das Geschrei im, oder das Gestöhne, besser gesagt. Ich feiere das irgendwie, wenn der sich verletzt. Wird der Himmel wieder normal oder wieder rot? Weil hier irgendwo, da ist wieder ein Dendra-Portal. Okay. Warte mal. Okay, das ist noch der richtige Weg. Steinatronach. Beziehungsweise Sturmatronach, eher gesagt. Jo, und Himmel wird wieder rot. Fragt mich jetzt eigentlich, wie viele Oblivion-Tore sind das jetzt insgesamt? Und werden wir es schaffen, alle zu schließen? Also ich will auf jeden Fall alle schließen, alle Portale mal durchgehen. Vor allem, wir haben hier noch einige DLC-Quests hier, die wir noch erfüllen müssen. Vor allem auch noch, also Knights of the Nine haben wir auf jeden Fall erledigt. Dann noch die anderen hier und
Das von Shiogorath müssen wir auch noch machen, mit den Shivering Isles, den zitternden Inseln. Natürlich will der jetzt auch Stress. Autsch. Was hat der so für Salze der Abgründe? Mag ich ja wieder herrschen. Alter, okay, das finde ich. Das finde ich irgendwie lustig. Der verteilt sich jetzt hier erstmal überall. Ich freue mich, sobald wir ja wirklich alles auch noch auf D drin haben. Ich sammle jetzt nicht mehr Dremora, sondern wirklich Dedra. Also da muss aktiv Dedra stehen. So, den hauen wir auch noch kaputt. Ist das Ding noch geladen? Keine, keine. Umbra, okay. Jetzt ist er wieder geladen. Und ich will auch rausfinden, wie ich hier Sachen verzaubern kann, also Ausrüstung. Und ob es hier auch so ein Skill gibt, dass man zwei Verzauberungen auf einen Gegenstand machen kann, so wie in Skyrim. Ich sag schon mal so, bei Skyrim dürft ihr auf jeden Fall mit rechnen, dass ich da sehr viel Zeit investieren werde. Das werden locker 400, 500 Folgen in Skyrim. Aber ich sag mal so, Skyrim wird definitiv nicht das längste Let's Play, was bei mir auf dem Kanal zu sehen wird in Zukunft. Ich glaube, das längste Let's Play, was ich momentan habe, ist tatsächlich aktuell, vom aktuellen Stand her, immer noch Morrowind mit fast 200 Folgen. Wie geht es euch? Ich glaube, Oblivion werde ich auch um die 200 bis 300 Folgen haben. Skyrim rechne ich mal mit 300, 400, 500 Folgen, so um den Dreh. Aber ich glaube, dass das Let's Play, was bei mir am allerlängsten dauern wird, ich höre, wäre dann sehr wahrscheinlich Elder Scrolls Online, sobald ich das anfange. Und beim Let's Play von Elder Scrolls Online werden wir ja eher aktiv versuchen, die Story, die Kampagne, es ist durchzuspielen. Also von vom Grundspiel, von allen Erweiterungen, die es da gab und so. Alle Nebenquests und so, alles, was wir finden können, werden wir da auf jeden Fall machen. Vor allem, weil auch Elder Scrolls Online immer wieder neue Erweiterungen ja bekommt. Und ich will Elder Scrolls Online versuchen, in chronologischer Reihenfolge es zu spielen. Ihr seid also die ganzen Erweiterungen.
Vor allem das Schöne ist bei Elder Scrolls Online, ich darf da selber dann schön googeln, was die Reihenfolge ist. Aber weil ich habe das ja selber schon gespielt. Also ich habe Elder Scrolls Online schon alle bisherigen Erweiterungen, die bis die vor Necrom waren, alle gespielt gehabt. Das heißt, bis Necrom ist das ja nicht mehr blind. Hallo. Also, wie schön, euch zu sehen. Ist nicht blind, Hi. Sondern ist schon... Gibt es Neuigkeiten von Jan in Bruma? Jessica. Er blieb als einziger übrig? Das ist schlimmer, als ich dachte. Nach allem, was er euch erzählt hat, befindet sich Mani Marco, der König der Würmer, hier in Cyrodiil und macht Jagd auf unsere Gilde. Damit hätte ich in meinen schlimmsten Träumen nicht gerechnet. Wir brauchen einige Tage, um diese Informationen zu verarbeiten. Sollte Jaska hier eintreffen, werden wir dafür sorgen, dass man sich gut um ihn kümmert. Hab Dank. Sonst noch was? Was kann man von Gellius schon erwarten, wo er Regulus Terentius zum Vater hat? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Okay, sonst war ich die Aufgaben? Nein. Lebt wohl. Aktive Mission? Gar nichts. Das heißt, ich muss wieder warten, oder was? Kann es sein, dass ich hier vielleicht Mani Marco töten muss? Seid war mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Wie geht's euch? Seit der Ächtung der Totenbeschwörung hat die Magiergilde eine ganze Reihe Feinde mehr. Lebt wohl. Warte mal, was ist das? War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Was ist das hier für ein Symbol? Passt auf und ihr könnt viel lernen. Ah, okay. Setzt Zaubersprüche ein, um Schäden durch Magie, Feuer, Frost, Schock, Gift und Gift zu verursachen. Oder um den Widerstand gegen magische Angriffe zu verringern. Trainerfertigkeit, Lehrling. Auf zum Training! Ihr müsst noch viel lernen. Wissen ist Macht. Ihr müsst noch viel lernen. Wissen ist Macht. Ihr habt euer Tränklevel für ihre momentane Stufe erreicht. Okay. Seht euch vor. Oh, ich darf pennen gehen. Okay, gehen wir mal in unser Heim hier. Wir sind jetzt Stufe 21 dann. So, Hafen wäre da vorne. Sprecht. So, genau, was ich zu Elder Scrolls Online sagen wollte, ist, das eine DLC, was noch vor Necrom kam, ich glaube, das war High Isle. War, glaube ich, High Isle, oder? Vor Necrom. Habe ich schon alles durchgespielt, also ist das dann nicht mehr blind. Und mal gucken, ob ich, ich bin ja hin und wieder, weil ich ja das auch für mein Filmprojekt nutze, hier die ganzen Orte und so weiter, um das alles nochmal selber detailreich nachzumodellieren und so. Gehe ich ja immer wieder da rein und gucke mir das an, mache Screenshots von und so. Ich weiß jetzt nicht, ob, also ich sag mal so, ich werde Elder Scrolls Online nicht als blind zählen. Grüße. Das werde ich einfach so ein Let's Play machen. Wir werden auf jeden Fall die Story verfolgen. So, es ist 2 Uhr abends. Machen wir mal. Komm, 18 Stunden.
Dann ist nächster Tag. Und wir können in Stärke nochmal was investieren. In Willenskraft. Und in Schnelligkeit. So, wie viel können wir jetzt tragen? 530 Kilo, okay. Holla, holde Herrin vom Wegrast. Aber ich glaube, es werden noch, noch ein paar DLCs, glaube ich, kommen. Bin jetzt gespannt, was jetzt nach, nach Gold Road rauskommt. Für ein DLC, Quatsch, nicht DLC, für eine Erweiterung. So, vom Elder Scrolls Online. Hallo. Vor allem, mir persönlich ist ganz wichtig, dass ich irgendwie einen, hier Richard zum Beispiel sehen kann, wie das jetzt in vernünftig modelliert aussieht. Riyad ist mir ganz wichtig. Also, wenn wir jetzt hier auf die Karte mal gehen würden. So, Riyad ist ja irgendwie bei Hammerfell hier. Und das ist das, Hammerfell ist ja größtenteils noch nicht. Ich glaube, ich habe hier einen Mückenstich. Deswegen ist ihr juckt. Ja, ich habe hier einen Mückenstich. Super. Hammerfell ist ja quasi hier nach Kolovia. Ein Riesenbereich noch, was fehlt. Was noch nicht wieder. Was man noch gar nicht. Gar, abgesehen, also nach Elder Scrolls Arena. Nicht nochmal betreten hatte. So, ich guck mir mal an, welche Quests wir noch haben. Ich bin bereit, nach Damar zu suchen, der Tochter von Seed Neos. Von Koroll. Ich sollte nach Dreckhack reisen und mit Etira Moslin sprechen, der Besitzerin des Dorfladens. Sidneo schlug mir auch vor, nach Damars Lieblingspferd Blüte zu suchen. Wenn ich das Pferd fände, sei Damar wahrscheinlich ebenfalls in der Nähe. Vemina sagte mir, eine Opfergabe von einem großen schwarzen Seelenstein sei. Nein! Wir haben den verbraucht. Ah, nee. Dass er zur Beschwörung von des Daedra eine Opfergabe von cyrodiilischem Brandwein darbringen muss. Cyrodiilischen Brandwein, können wir den hier kaufen? Sprecht. Ich höre euch zu, Bürger. Was ist los? Nichts ist los. Alles gut. Ich brauche cyrodiilischen Brandwein. Seid gegrüßt. Gehen wir bestimmt hier aus der Taverne. Willkommen in der Taverne zum König und der Königin. Hier werdet ihr fürstlich bedient. Ich bin Lei Marilyn, ihr treuer Seneschall. Lass uns handeln. Was darf ich euch anbieten? Cyrodiilischer Brandwein. Hat er nicht? Schönen Tag. Vielleicht hier? Ich stehe zu euren Diensten, Ritter. Habt ihr ein etwas Essen und ein guter Schluck werden euch sicher gut tun. Sorilli-Brüderwein, Tamikas Jahrgang, Tamikas Westebenenwein. Okay, der hat Wein, aber hat er hier auch Sorilli-Brüder? Met. Immerhin hat er Met.
Der hat alles geklaut. Der hat hier keinen cyrodiilischen Branntwein, ne? So, gehen wir mal weiter. Göttliche Eleganz. So Klamottenlade, oder? Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Ihr braucht neue Kleider? Ich habe eine fantastische. Lebt wohl. Ich brauche Branntwein. Mystik Emporium. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Also, oh. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Augen der Abendzeit. Berührung der Wut. Flammenberührung. Gebundener Helm. Geringere Lebenserkennung, hinderliche Berührung, schwere Wunden heilen, Lebensenergie wiederherstellen, 25 Punkte an selbst. Ja. Zombie beschwören, starke Bannung, Skelett beschwören. Beehrt uns bald wieder. Was darf ich euch anbieten? Hände des Atronachen? Schönen Tag. Schade, dass er keinen großen schwarzen Seelenstein hat. So, und dann jetzt hier. Nee, nicht hier war das. Wo war denn das? Auch nicht hier. Hier. Also, das ist der Waffenhändler. Die vergoldete Karaffe. Ich habe alles, was ein angehender Alchemist so braucht. Okay, Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Cyrodiilischer Branntwein, da haben wir den. Das war viel zu günstig. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Ja. Lebt wohl. Die dürfte mich jetzt nicht mehr sehen, oder? Warte mal. Den einen Ring. Die sind doch unsichtbar. Wie will die... Wie kann die uns noch sehen? Ich speichere noch einmal. Okay, wir haben den Branntwein für Sanguin. So, Sanguin. Da haben wir Dreckhack und da haben wir Wetterly. Wetterly waren wir sogar schon. Sanguin. Oh, passt doch alles, wenn das alles da um die Ecke ist. Sanguin. Möchte ich am Altar von Sanguin cyrodiilischen Branntwein opfern? Ja. Ah, noch ein Sterblicher, der gekommen ist, um Sanguin darum zu bitten, etwas Schwung in sein trostloses Dasein zu bringen. Ich wünsche, dass ihr mir einen Dienst erweist.
Schloss Leerwin ist ein langweiliger, trostloser Ort. Die Schlossherrin ist eine ganz besonders düstere Seele. Und morgen wird sie wieder eines ihrer fürchterlichen Festessen geben. Ich will, dass ihr etwas Schwung in die Feier bringt. Wendet diesen Zauber auf die Gräfin und ihre Gäste an. Ich denke, dass die Feier dann sehr viel interessanter wird. Es wäre wahrscheinlich am besten, ihr versuchtet nicht aufzufallen. Sonst töten sie euch vielleicht. Ach ja, an der Feier dürfen nur geladene Gäste teilnehmen. Ihr müsst eine Möglichkeit finden, hineinzukommen. Viel Spaß. Nackte Wahrheit zur Zauberspitze. Was? Nachdem ich Sanguine das Opfer dargereicht hatte, sprach der Daedra-Prinz zu mir. Sanguine glaubt, die Gräfin von Leerwin sei zu prüde und er möchte, dass ich etwas dagegen unternehme. So wird morgen Abend eine Abendgesellschaft geben und ich soll mich unerkannt ins Schloss schleichen und den Zauber der nackten Wahrheit über sie legen. Was? Zauber der nackten Wahrheit? Bestimmt hier. Nee, hier. Nackte Wahrheit. Stark. Reality in 300 Fuß für 120 Sekunden an Ziel. Lebensenergien ziehen einen Punkt und 50 Fuß an Ziel. Hast du nur 5 Mana? Okay, Leerwin, ne? Automatisch speichern. Ich glaube, ich ziehe dann den Ring dafür an. Seid gegrüßt, Ritter. Wie zur Hölle kannst du mich sehen? Nochmal speichern und die nackte Wahrheit mal als Zauber aktivieren. Ich komme von hier nicht dahin. Ihr könnt diese Tür nicht öffnen. Bedienstetenquartiere. Okay, wir brauchen einen anderen Weg dahin. Über den Bedienstetenweg. Stimmt, hier im Kerker. Hier waren wir ja noch nicht. Okay, durch den Kerker komme ich nicht dahin. Was gibt's hier? Ich bin ja unsichtbar, ne? Sieht ja lustig aus. Keller vielleicht. Hier waren wir ja auch noch nicht.
Hier ist eine geheime Tür. Wie öffne ich diese? Auch so kommt man nicht durch, okay. So, Privatquartiere. Kommt man irgendwie anderweitig da rein? Vielleicht auch hier durch? So. Ist nur doof, dass ich da nicht einfach so rein kann. Holztür sehr leicht. Privatgemächer des Majordomus und Heilers. Ihr dürftet gar nicht hier sein. Wie könnt ihr mich sehen? Ich bin doch unsichtbar. Was habt ihr für Notschallwieder? Ich bin vor kurzem ein paar Schlammkrabben begegnet. Ach so? Habt ihr Nachrichten aus den anderen? Okay, ich speichere einmal und... Wach! Haltet auf der Stelle ein, Abschaum. Niemand... Ich lad nochmal. Schnell speichern hier. Seht euch vor. Oder warte mal, kann ich... Bei den neun Göttlichen. Angriff, es ist aus, Gesetzesbrecher. Euer... Ich lad noch einmal. Seht euch vor. Darüber sprechen. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass ich da rein kann. Halt! Ihr habt gegen die Gesetze verstoßen. Zahlt die... Seht euch vor. Darüber sprechen. Wieso können die mich sehen? Lebt wo? Ihr könnt diese Tür nicht öffnen. Warum? Es ist ausgesetzt. Mist! Seht euch vor. Darüber sprechen. Bis später. Lebt wohl. Es ist aus. Mist! Seht euch vor. Darüber sprechen. Sorry, wenn ich jetzt so viel lade. Bis später. Lebt wohl. Es ist aus. Alter, was? Das wird immer, immer weniger, was ich kann. Bis später. Haltet auf. Seht euch vor. Darüber sprechen. Ich will doch nur irgendwie da rein. Bis später. Lebt wohl. Es ist ab. Ach, leck mich doch. Seht euch vor. Darüber sprechen. Bis später. Lebt wohl. Was, wenn ich die ganze Rüstung und so weiter ausziehe? Wo war denn das? Dass ich eben ein bisschen nackig hier rumlaufe.
speichern noch einmal. Haltet auf! Wie? Wie zur Hölle konnte er mich sehen? Was? Habt ihr gehört, dass die Ritter der neuen heilige Reliquien sammeln? Bis später. Schönen Tag. So, das Auge ist grau. Das heißt, die können mich jetzt eigentlich nicht sehen. Haltet auf! Wie zur Hölle konnte er? Festigen Nahkampf, festigen Wortgewandtheit. Was macht das? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da durch? Ist wieder abgeschlossen, okay. Guten Abend. Guten Abend. Da war der falsche Keller. Mir sind schreckliche Erzählungen zu Ohren gekommen, wonach sich überall... Es muss jedoch irgendwie eine Möglichkeit geben, die Wand hier aufzumachen, oder? Nicht das. Wie löse ich die Quest? Muss ich mit der Wache vielleicht reden? Was habt ihr für Neuigkeiten? Was macht ihr hier? Ihr seht nicht wie einer der Partygäste aus. Ich kann mich nicht erinnern, euren Namen auf der Gästeliste gesehen zu haben. Wegen dem Festessen? Ich weiß nicht, wer ihr seid und auch nicht, was ich von euch halten soll. Aber ihr seid kostümiert. Ich kann mir keinen anderen Grund vorstellen, warum man sich sonst kostümieren sollte. Tretet also ein. Oh, okay. Auf Wiedersehen. Wir sind drinnen. Schönen Tag. Bin ich noch unsichtbar? Wie geht es euch? Ich bin noch unsichtbar. Schön. Und ihr? Nicht schlecht. Gut zu hören. Bis später. Lebt wohl. So, was passiert, wenn ich das hier mache? Hilfe! Hilfe, ich werde angegriffen! Ich habe den Zauber der nackten Wahrheit über die Gräfin von Leavin und ihre Gesellschaft gelegt. Ich soll zum Schrein von Sanguin zurückkehren. Er ist auf freiem Fuße. Halt! Ihr habt gegen die Gesetze verstoßen. Da ihr die Strafe nicht zahlen könnt, müsst ihr ins Gefängnis. Die gestohlene Ware ist hiermit sichergestellt. Der Festnahme widersetzen? Dann zahle mit deinem Blut. Tschüss. Hütet euch, die Götter haben eure Verbrechen zur Kenntnis genommen. Wenn ihr so weitermacht, werdet ihr nicht würdig sein, die Reliquien des Kreuzritters zu tragen. Die trage ich eh nicht mehr. Warte. Ich bin selber nackig. Wo... Warte mal, was? Nehmt das. Wo ist meine Ausrüstung? Achtung! Wo ist das? Ha! Xavi? Warum bin ich nackt? Ich finde es schön, dass wir erstmal so gut rennen können, so schnell, aber warum sind wir nackig?
Warte mal, kriegen wir die Sachen wenigstens wieder irgendwie? Warte mal. Oh, verschlechterter Ruf, also Schande, schon mal auf 1. Autsch, das war mein Bein. Oh, Mike. Früher hielt ich euch für einen Helden, für einen heiligen Ritter und so weiter. Ich hätte es wohl besser wissen sollen. Manche Leute wollen ihre Waffen werfen. Das erscheint Mike sehr dumm. Wenn man seine Waffe in der Hand hält, braucht man nur eine. Schönen Tag. So, warte mal, ich muss die Flucht ergreifen. Ah. Findest du doof, dass ich jetzt selber nackig bin? Was? Also, ich dachte schon, die gehen auf Maik los. Ich find's gerade krass, dass Maik trotzdem so schnell ist. Während meiner Wache das Gesetz brechen, was? Ich werde eure gestohlene Ware konfiszieren. Oh, und kein Gold, eure Strafe zu zahlen, hä? Dann eben ab ins Kitchen. Dann zahle mit deinem Blut. Ich hoffe, ihr kriegt wirklich von Sanguin meine Sachen wieder. So, einmal vielleicht schnell reisen? Werden die Wachen euch verfolgen? Wie jetzt? Die sind immer noch hinter mir? Ich kann nicht einmal jetzt gegen die kämpfen oder so. Ich bin nicht gerüstet. Ich habe gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wie ich sonst das lösen soll, was ich machen soll. Außer jetzt zu Fuß dahin rennen. Also, und vielleicht den Zauber wieder wechseln. Wo war denn das? War es hier? Geht schon mal deutlich schneller. Den Irrlicht kann ich auch nicht bekämpfen, angreifen. Boah, ich stelle mir das eigentlich richtig unangenehm vor, nackt durch den Regen zu rennen. Ja, noch ein Irrlicht. Wenigstens denke ich relativ schnell, weil wir jetzt nicht so viel Gewicht mit uns rumschleppen, ne?
Oh nein. Der Troll ist sogar noch schneller als wir. Ich hoffe, wir kriegen gleich wirklich unsere Sachen wieder. So, wo befinden wir uns jetzt? Bei Bravil. Okay, da kämpfen auch noch mal welche. Okay, der Schwarzbär ist tot. Und jetzt ist das, der Bandit, die Banditin hinter uns her. Not will. Braunschimmelstelle. Ich hoffe wirklich, dass wir unsere Sachen jetzt gleich wieder kriegen. Wir sind wenigstens schneller als die Wache. Immerhin. Einen Vorteil haben wir. Ich glaube, das Spiel stürzt jetzt nicht ab. Oh nein. Lass mich, ich bin nackig. Hier kämpfst du mal lieber gegen den Minotaurus, ja? Oh nein, der ist auch hinter mir her. Man hat hier auch echt keine Ruhe. Natürlich auch noch ein Braunbär. Okay, Leben ist voll. Noch ein Minotaurus. Wen hat er uns nicht erwischt? Schenk zum schlechten Omen. Wehe, ich habe all die Sachen jetzt verloren, die ich gehabt hatte. All mein Geld, all meine Ausrüstung. Nein! Ja, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.